Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch eure Konstellationen. Wenn es für euch richtig aufregend und spannend wird und ihr persönlichen Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit an mich wenden. Ihr könnt mein Kundentelefon anrufen oder direkt über meine Homepage eine Beratung buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und auch unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr bei der Verlosung auch 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Deshalb bleibt dran. Was sich liebt, das neckt sich. Das könnte diesen Monat euer Motto sein. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen im Partnerbereich eures Horoskops. Das heißt, es gibt vielleicht Auseinandersetzungen mit euren Partnern oder Flirtpartnern, aber häufig auf eine liebevolle Art und Weise, die euch ein bisschen aus der Reserve locken soll. Der aufsteigende Mondknoten steht ja im Löwen und damit in eurem Sonnenpartnerhaus. Und das heißt, Glück und Seelenentwicklung erlebt ihr durch Partnerschaften und Begegnungen. Und ihr müsst jetzt sozusagen Farbe bekennen und zugeben, dass ihr jemanden mögt und dass ihr euch darauf einlassen wollt oder könnt. Darauf bin ich ausführlich in meinem Video-Special Folge deinem Herzen hier auf YouTube eingegangen. Das würde sich für euch lohnen, da nochmal reinzuschauen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen im September genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also denjenigen langfristigen Aspekten, die länger als jetzt nur ein paar Wochen auf euch einwirken. Da habt ihr zuerst mal einen schönen Aspekt zu Glücksplanet Jupiter. Der steht hier im Trigon für euch im 9. Haus der Vision, der Weltanschauung. Das ist natürlich perfekt für den Wassermann, weil der Wassermann halt Theorien liebt und sich gerne mit gesellschaftlichen Zukunftsvisionen befasst. Das ist ein wunderschöner Aspekt. Und natürlich begünstigt er auch, dass man neue Leute kennenlernt. Jupiter steht ja in der Waage, vielleicht auf Reisen, vielleicht wenn ihr euch fortbildet, vielleicht wenn ihr Seminare besucht. Ne? Da habt ihr ganz tolle Begegnungen. Und diesen Aspekt genießen in diesem Monat die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 17. Februar Geburtstag haben. Dann haben wir noch zwei interessante Aspekte für euch von Lilith und Saturn. Die stehen hier beide nebeneinander im Schützen, machen ein schönes Sextil zur Wassermannsonne und sprechen zum Beispiel davon, dass ihr schräge, interessante, lustige Freunde habt und gleichzeitig aber auch mit Saturn dann noch dabei, dass vielleicht auch eine Freundschaft zu Ende geht. Das kann auch sein. Also die wirken ja beide so ein bisschen gleichzeitig, können auch ein und dieselbe Person anzeigen, die für euch jetzt sehr spannend wird. Vielleicht erst als Freund in euer Leben kommt, aber dann vielleicht sogar für eine Affäre interessant wird. Und es ist auch eine Konstellation, die Künstler anzeigt. Interessante Künstler, die total ernsthaft und kompromisslos an ihrer Sache arbeiten, was ihr dann sehr bewundert und was euch sicherlich auch sehr inspiriert. Und diese Aspekte, die überschneiden sich auch, was die Geburtstagskinder angeht, die empfangen. Das Sextil Lilith empfangen nämlich diejenigen, die zwischen dem 10. und 15. Februar Geburtstag haben und das von Saturn, diejenigen vom 9. bis 12. Februar. Das sind also recht gute Aspekte für euch. Ja, dann haben wir noch ganz, ganz wichtig eben die Opposition zum Mondknoten und zur Sonnenfinsterniskonstellation, die bei euch im Partnerhaus steht. Und das ist jetzt hier die dritte Dekade, ne? So die Geborenen vom 11. bis 18. Februar, die kriegen diese Energie, aber der Mondknoten hat ja einen ganz weiten Orbis, ne? Da habt ihr alle was davon, alle Wassermanngeborenen kriegen diese Energie mit, die jetzt so ins Partnerhaus geht. Und deswegen spreche ich ja immer davon, dass ihr euch jetzt so ein bisschen tiefer einlassen müsst. Ne? Sind also große Veränderungen auch für euch möglich. Und zwar nicht nur in Partnerschaften, sondern auch im Job oder im Wohnort. Und vieles davon hat aber oft mit der Partnerschaft zu tun. Ne? Außerdem ist für euch noch total interessant, dass ja der absteigende Mondknoten im Wassermann steht. Und das bringt eine Verbindung mit der Vergangenheit und damit auch die Chance, etwas, was man noch nicht in Angriff genommen hat, nun zu tun. Es bedeutet auch hier mit dem aufsteigenden Mondknoten, dass ihr glücklicher werdet, wenn ihr euch auf euer Gegenüber bzw. euren Partner einstellen könnt. Ich habe ein Beispiel. Ein langjähriger Wassermann-Single ist nun endlich mit seiner Partnerin zusammengezogen, wobei sie die Wohnung ausgesucht hat. Also sie hat das vorgegeben, sonst wird der immer noch alleine wohnen.
Genau, und dann haben wir noch einen schönen Aspekt hier zu Uranus, eurem Herrscherplaneten. Er steht ja im Widder, jetzt ganz hinten in der dritten Dekade. Das bekommen diesen Monat die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. Februar ab. Und das ist ein sehr inspirierender Aspekt. Der zeigt eben auch, dass ihr im Gespräch sehr überzeugend wirkt und euch für alle möglichen schrägen Informationen interessiert und die auch gerne weitergebt. Also ihr steht da sicherlich im Gespräch häufig im Mittelpunkt oder ihr lernt vielleicht auch was Neues, neue Technik, ne? Ist ja auch der Planet der Technologie. Aber er steht eben hier in diesem Halbquadrat zu Neptun. Und das bedeutet, wenn ihr jemand übers Internet kennenlernt, rechnet damit, dass derjenige vielleicht doch noch einige andere Sachen im Ärmel hat, von denen er euch nichts erzählt, sich vielleicht doch nicht trennen will, vielleicht doch noch einen Partner hat oder eben irgendwie ganz anders ist, als er sich wirklich euch gegenüber gibt, zeigt. Und deswegen solltet ihr so eine Person gleich kennenlernen, gleich abchecken, ob die Chemie stimmt und dann aber die 90-Tage-Regel anwenden, erstmal abwarten. Denn das kann also nach Ablauf der 3 Monate schon wieder ganz anders aussehen als zu Anfang. Ne? Und Wassermanngeborene, ist meine Erfahrung, die leiden auch sehr darunter, wenn Sachen zu Bruch gehen und brauchen lange, um sich davon zu erholen. Deswegen solltet ihr euch davor schützen, euch auf was einzulassen, was dann doch nichts wird. Ja, damit kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen im September. Es geht los am 1. September mit der Sonne in der Jungfrau und die steht jetzt für euch auch interessant im Haus der verbindlichen festen Partnerschaften. Also die bringt da auch eine gute Energie rein und ansonsten stehen die Liebesplaneten eben bei euch im Partnerhaus. Wunderbar, die Venus in der ersten Dekade. Und dann haben wir hier Mars, Mondknoten und Merkur alle in der dritten Dekade. Wie gesagt, das ist dann eben auch so ein bisschen dieser Aspekt, was sich liebt, das neckt sich. Ne? Da sind eben hier mit dem Mars auch sicherlich Verehrer, die euch gerne mal foppen, um euch aus der Reserve zu locken. Ne? Also insofern, lasst euch da nicht ärgern, aber ihr seid ja auch witzig und locker und nehmt das ja dann eben auch lustig. Und am 3. gehen dann eben der Mars und der Merkur eine genaue Konjunktion ein. Ne? Da muss man aufpassen, was man sagt. Und für euch kann es eben wirklich vom Gegenüber her kommen. Ne? Kann ein heißes Wortgefecht mit einem Flirt sein oder auch mit eurem Partner. Und wenn ihr es auf die witzige Ebene ziehen könnt, was euch ja meistens gelingt, dann seid ihr gut dran. Am 4. September beginnt dann hier die Venus im Löwen den Durchgang durch die 2. Dekade. Ne? Also für euch dann 2. Dekade bekommt dann diese schöne Venus-Energie. Und am 5. geht dann der Mars ins Zeichen Jungfrau und damit in euer festes Partnerhaus, also Ehehaus. Das heißt, es kann Auseinandersetzungen, aber auch mehr Sex in der Ehe und langjährigen Beziehungen geben. Das ist also schon auch ein spannender Aspekt. Und dann haben wir auch hier die Sonne in Opposition zu Neptun. Das heißt, vielleicht habt ihr Tagträumereien, vielleicht träumt ihr euch auch aus eurer festen Beziehung raus. Es kann auch sein, dass es unklare Wertethemen sind, ne? Und in der Zeit wäre ich also sehr vorsichtig beim Verleihen von Geld. Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond, der ist am Mittwoch, den 6. Morgen um 9.02 Uhr, da verbindet sich dann der Mond hier auch noch mit dem Neptun, das ist bei euch im Geldhaus. Also Vorsicht, falls sich ein Liebespartner von euch Geld leihen will. Aber wenn es nicht um das Materielle geht, können Liebesbegegnungen jetzt sehr schön für euer Selbstwertgefühl sein. Außerdem, auch noch wichtig, am gleichen Tag, der Merkur in eurem Partnerhaus wird dann direktläufig im Löwen. Für die 3. Dekade vor allem erstmal gut. Die Missverständnisse in Begegnungen lassen jetzt nach und lassen sich klären. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am Freitag, den 8. September. Das ist toll für inspirierte Wassermänner. Steht der Mond dann hier auch, verbindet sich dann auch mit dem Uranus für euch im 3. Haus des Austausches. Und das heißt, ihr steht im Mittelpunkt, wenn interessante Zukunftsthemen diskutiert werden. Und ihr wirkt dabei sehr charmant und anziehend auf potenzielle Flirtpartner. Am 10. September geht dann der Merkur auch in die Jungfrau, damit auch in euer 8. Haus. Das ist auch gar nicht schlecht, wenn ihr zum Beispiel Verträge abschließen wollt, ja? Weil das 8. Haus ist eben auch das Haus der Verträge. Und wenn der Merkur da steht, dann bringt er da eben eine gute und schlaue Energie rein.
Am 12. September beginnt dann die Venus im Löwen den Durchgang durch die dritte Dekade und am 13. geht die tolle Flirtphase los und die ist natürlich super, super, super für euch, denn Venus steht bei euch im Partnerhaus und verbindet sich jetzt mit Saturn, mit Jupiter, an dem Tag hier am 13. auch noch mit dem Mond. Und alle diese Planeten stehen halt in Harmonie zur Wassermannsonne. Das ist also eine super, super schöne Zeit für euch, natürlich besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Aber wie gesagt, der Mondknoten wirkt auf ganzer Breite und da haben alle Wassermanngeborenen was davon. Und in dieser Zeit habt ihr dann auch zwei Top-Tage und zwar Samstag, der 16. und Sonntag, der 17. September. Das ist das Partywochenende des Monats hier mit dem Mond auch noch im Löwen, der dann auch noch bei euch im Partnerhaus steht. Das heißt, da habt ihr tolle Flirtmöglichkeiten beim Ausgehen oder auch wenn ihr auf Reisen seid hier mit dem Jupiter im 9. Haus. Wenn ihr eine Einladung bekommen habt, solltet ihr auf jeden Fall unbedingt hingehen. Ist auch ein toller Aspekt für Treffen im Freundeskreis. All die ungewöhnlichen, schrägen Typen, die ihr so mögt, werden kommen. Dann haben wir am 20. den Neumond in der Jungfrau. Und die Themen sind Fakten erkennen, sich neu organisieren und Geheimnisse klären. Und bei euch kann das besonders die festen, bestehenden Beziehungen betreffen. Das ist also eine gute Zeit, sich gemeinsam zu überlegen, wo es hingehen soll. Und falls es in eurer Beziehung kriselt, würde sich die Zeit rund um den Neumond auch sehr gut eignen, um eine Paartherapie anzufangen. Zumal auch die Venus dann in euer Ehehaus geht und damit einen liebevollen und zärtlichen Umgang miteinander fördert. Vom 20. bis 22. haben wir dann diese interessanten Aspekte mit Merkur und Neptun und Pluto. Und das bedeutet für euch die Möglichkeit, eure festen Beziehungen zu vertiefen, indem ihr einander Geheimnisse anvertraut oder etwas gemeinsam plant, was euer Geheimnis bleibt. Das kann natürlich auch eine neue Tiefe in der Sexualität betreffen. Hauptsache, ihr teilt etwas miteinander, was kein Außenstehender weiß, denn das verbindet. Und dann am 22. September abends um 22:02 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Waage. Dann haben wir die Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Und das ist für euch sehr günstig, denn während die Sonne durch die Waage läuft, hier bildet sie halt einen sehr schönen harmonischen Aspekt zur Wassermannsonne. Und der spricht von neuen Plänen, hier 9. Haus, Zukunftsvision oder auch einer tollen Reise. Und bis Ende des Monats profitiert davon vor allem erstmal die erste Dekade des Zeichens Wassermann. Dann haben wir die Phase der erotischen Spannungen mit den Oppositionen von Mars und Venus hier bei euch im 8. Ehehaus, beziehungsweise Haus der Verbindlichkeiten und Verträge. Also wenn ihr nicht verheiratet seid, betrifft das eben Verbindlichkeiten, die ihr habt oder auch Verträge, die ihr mit anderen Leuten habt. Und da haben wir jetzt eine Phase von erotischen Spannungen, weil da eben Venus und Mars hier eine Konstellation mit Neptun eingehen und das prickelt halt sehr. Außerdem wird die Venus jetzt langsam wieder heißer, weil sie sich auf den Mars zubewegt. Und davon könnt ihr halt in euren bestehenden Beziehungen sehr profitieren. Vor allem, wenn vielleicht in letzter Zeit nicht mehr so viel zwischen euch gelaufen ist. Ja? Wenn ihr euch also schon lange kennt und vertrauen könnt, dann habt ihr die Chance, euch neue Dimensionen der Zweisamkeit und auch der Sexualität zu erschließen. Dabei müsst ihr natürlich die Grenzen des Partners jeweils respektieren. Und dann gibt es noch einen Top-Tag für euch am 30. September. Da geht nämlich der Merkur hier in die Waage und bildet dann ein schönes Trigon zum Mond im Wassermann. Das ist ein sehr schöner Tag, um etwas zu unternehmen, vielleicht ein Ausflug oder etwas Kulturelles, was den Horizont erweitert. Das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, und das bietet sich ja an mit dem Mondknoten im Partnerhaus, dann berate ich euch dazu gerne. Und die Infos findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorff.com und die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch.
Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Und bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier auf YouTube einen netten und interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder auch was ich besser machen könnte. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch nochmal bitte das Video-Special Folge deinem Herzen an. Ist für euch super wichtig mit dem Mondknoten in eurem Partnerhaus. Alles Gute mit den Sternen.